Fein oder nicht fein? Das ist hier die Frage. Hey, logisch ist das Rezept von heute fein. Aber erstens ist das nicht Tell, sondern vom Hamlet das Zitat. Und zweitens gibt es sicher einen einfacheren Einstieg in unser Thema heute, das Tröpfel. Ein einfacher Einstieg? Ich will doch keinen einfacheren Einstieg. Wir müssen Traditionen paaren mit modernen, neu innovativ sein, verstehst du? Äpfel, Armbrust, Tell. Gop! Wir fangen jetzt an zu kochen. Es gibt nämlich ganz feine Äpfelküchli mit einer Zimmersoße. Das sind meine Zutaten für das Rezept von heute. Besonders dran sind die Äpfel, die Golden Delicious, die in der Schweiz abgebaut sind und biologisch. Und jetzt machen wir gerade als erstes den Ausbachteig, dann die trockenen Zutaten, zuerst die Schüssel hier, das Mehl, dann die gröbligen Haselnüsse, Salz, die kann ich jetzt zuerst miteinander verrühren. Und jetzt kommen die flüssigen Zutaten dazu. Dann als erstes Ei. Da brauche ich ein Ei wie später. Wobei, das könntest du mir gerade René Stief schlagen und ich brauche das Ei, gelb. Sorry, Wilhelm. Willi. So, dann hier brauche ich den Honig. Das ist ein bisschen zum Süßen. Und dann noch Bier. Oh, halt, halt, Weib. Mit welchem Gebräue Gedenken zu veredeln das Gelage? Was? Das ist Bier. Ja, das ist wunderbar, gibt ganz einen luftigen Ausbachteig. Ja. Gut verrühren, wenn alles gleichmäßig ist, zudecken, eine halbe Stunde stehen. Und dann geht es weiter. Weil nämlich in das geschlagene Eiweiß muss ich dann anschliessend noch einen Esslöffel Honig drin tun. Also weißt du was? Komm, gib du mir das. Ich mache das. Okay. Hier vollende ich die Gelegenheit ist günstig. Oha. Und jetzt geruhsam sehet, wie froh der goldenen Frucht des Coop Natura Planes gelagert. Der Äpfel ist ein lebendiges Produkt und tut auch nach der Ernte weiteratmen. Wir haben es hier mit einem geschlossenen Äpfellager und der kontrollierten Atmosphäre zu tun. Die Tür wird nur geöffnet, kurz bevor die Ware gebraucht wird. Hier lagert es ab bei tiefen Temperaturen von ca. 1 bis 2 Grad. Und eine Spülrichtung sorgt für eine Luftfeuchtigkeit von 92-94%, damit die Äpfel nicht schrumpfen. Zusätzlich wird im Lager der Sauerstoff auf 1-2% reduziert. Dadurch wird der Reifeprozess zwar nicht gestoppt, aber stark verlangsamt. Die Äpfel lagern sie besser nicht im Kühlschrank, lagern, sonst trocknen sie nur aus, sondern draußen, sei es auf dem Balkon oder im Garten. Mache ich weiter hier mit dem Ausbachteig. Da habe ich das geschlagene Eiweiß drunter gezogen. Und jetzt geht es an die Öffelküchli. Dann die Öpfelscheibe habe ich erst ein mariniert mit Honig, mit, noch mit Zitronensaft. Und jetzt soll ich sie hier durch den Ausbachteig durchziehen und ins heiße Öl geben. Hier lasse ich sie schön goldbraun werden auf jeder Seite. Das geht das Moment. Darum habe ich hier schon ein paar ein bisschen vorbereitet. Sie trocken dupfen. Susanne, ja. Hast du einen kleinen braunen Pfeil gesehen? Nein. Nicht? Nein. Und jetzt wenden wir sie hier im Zucker rein. Da habe ich jetzt ganz gewöhnlichen Zucker genommen, nicht noch etwas Zimt, weil wir haben ja noch dazu eine Zimtsoße und es wird ein bisschen zu viel des Guten. Aber mit dem Zucker ist es wunderbar. Schönes Türmli formen. Und jetzt habe ich hier die Zimtsoße bereits angerichtet. Die ist auf der Basis von Milch, von Eiern, von Maizena, von Zucker und natürlich Zimt. Und das tue ich jetzt auch noch als Garnitur oben drauf. Das wären unsere Äpfelküchli. Und jetzt, das Rezept können Sie nachlesen in der neuen Coop-Zeitung oder im Internet. Willi? Wenn es wenigstens ein Äpfel gewesen wäre. Willi? Oh, welch edles Gericht zum Verzehr bereit. Doch an dieser Stelle sei gesagt, ihr nun im laufenden Bilde seht, was mit dem Handy auch noch geht. Jawohl. Neu können Sie jetzt Rezept und Zutaten, die Sie dafür brauchen, als MMS abprüfen und haben so den Einkaufszettel jederzeit dabei. Einfach im Laden eine SMS schicken, Stichwort Kochen eingeben, dann die Woche, wo das Rezept erscheint, jetzt wäre das also 04, dann die Nummer 2667 wählen und senden. Umgehend kommt dann eine MMS mit dem Rezept und allen Zutaten zurück, natürlich mit Bild. Steh hin, Weib, und lege auf dein Haupt die Frucht. Und schau mir in die Augen, Kleines, ohne Furcht. Doch erst seht und glaubt, es wird sich lohnen, des Coops Angebote und Aktionen.
4 Coop Naturaplan Schweinsnierstück kosten jetzt 25 Franken. Schweizer Äpfel Golden kostet 2,95 Franken. Und das Bündnerfleisch kostet nur 6,35 Franken. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Hast immerhin eine Frucht getroffen, Willi. Schönen Abend miteinander.